Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Oh, Moment. Ich habe meine Armbänder vergessen. Die Schutzarmbänder, die ziehen wir natürlich an, ne? Schützen vor negativer Energie. So, heute haben wir den 9.2. Vollmond ist vorbei, ne? Aber wir gucken mal, wie die Energien heute sind. Also gestern waren die ja wieder ziemlich extrem. Ich hoffe, dass es heute besser ist, ne? So, ich hole heute die Sources, die 2 von der Nadine Breitenstein. Am Schluss die Avalon und Camelot Karten von der Christina Arana Vater. Und am Anfang die Seelenhilfe von Diana und Chantal Eichstätter. Übrigens habe ich mir für die Kartenlegung noch was gekauft. Ist eine Überraschung, wenn das kommt. Ja, ich habe mir da was überlegt, wie man mal noch besser Antworten kriegen kann. Oder noch mehr. Mal gucken, vielleicht kann ich morgen schon damit arbeiten. Ne? So, da gucken wir mal jetzt im Namen Gottes. Wie sind die heutigen Energien? Der Seelenkollektiv. Also ihr müsst entschuldigen, ich hab Bronchitis. Ja. So viel Stress gehabt, da ist die wieder hochgeflammt. Ja. So. Wie sind denn heute die Energien? So, es geht um einen Gewinn. Also es kann sein, dass wir etwas gewinnen. Ne? Ja, mit einer Begegnung ist in den versteckten Einflüssen. Mit einer Begegnung, die wo wir haben werden, werden wir einen Gewinn erreichen. Also ein neuer Mensch kommt in dein Leben und es kommt Bewegung in etwas rein, was positiv für dich sein wird. Ne? Spirituell auch. Ne? Du kannst dein Leben dann spirituell gestalten. Ne? Also Liebe zu dich. Ne? Ja. So, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Was ist noch wichtig für das Seelenkollektiv? Ja, und darauf legst du nachher auch deinen Fokus, ne? Ja? Auf diese neue Begegnung und auf deine spirituelle Lebensgestaltung, ne? Ja. Es kann auch sein, dass etwas in Form von Geld kommt, ne? Wertsachen, ne? Wo auch ein Gewinn sein wird. Wir haben ja den Gewinn. Der Start davon ist auch jetzt. Ne? Also jetzt wird losgegangen in das neue Leben, wo schöner für dich sein wird. So, gucken wir mal in der Mitte. Ja, im Moment hast du vielleicht Aufregung, ne? Aber die wird sich wandeln in Glück. Ne? Dass du schöne Gedanken hast. Hm? Ja, da geht's damit voran. Oh, ich sehe gerade, die Karten sind besser wie gestern. Ne? Also es geht voran mit deinen sehnsüchtigen Wünschen und Träumen. Ne? Ja. Ja, du wirst auch damit großen Erfolg haben, mit allem. Ne? Die Begegnung, die wird ein Gewinn sein. Das kann ein Seelenpartner sein oder aus der Seelenfamilie. Schicksalshafte Menschen, mehr Geld, toller Beruf. Da wirst du Erfolg damit haben. Ne? Ja, Dame, das bist du. Ne? Das bedeutet auch, du sollst ein bisschen mehr Rücksicht auf dich selbst nehmen. Ne? Dich mehr, ein bisschen mehr um dich selbst kümmern. Ne? So. Ja, um deinen Körper, ne? Ja, es kann sein, dass du wie ich da kränklich auf der Nase liegst. Also ich habe viel Extremstress und Extremstress macht halt eben krank, ne? So, dass der Körper gibt dann Signale, ne? Der wird dann krank und zeigt dir, hör mal, hier stimmt was in deinem Leben nicht, ne? Ne? Und danach sollst du gucken und handeln, ne? Weil der Körper gehört ja zu dir, den brauchst du ja, ne? Dafür kriegst du auch schlaue Ideen, ne? Du gehst auch in deine Berufung, ne? Die wo bisher
blockiert wurde, ne? Durch einen Mann, männlicher Aspekt. Aber jetzt kommt der aktive Fluss von Geld und Liebe, ne? Da kannst du dich diesem Fluss hingeben, ne? So, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, es dreht sich viel um irgendwelche Objekte, ne? Ja, kann sein, dass du da auch irgendwie was bekommst. Vielleicht kriegst du was geschenkt, ne? Auf jeden Fall gehst du mal in deine Sicherheit, ne? Ja, in ein sicheres, schönes Leben, ne? Und eine neue Begegnung, die wo ein Gewinn für dich ist, die wird dir vielleicht dabei helfen, dein Leben auch spirituell auszurichten, dass du den Fokus da auch wieder drauf legen kannst, ne? Ja. So, gucken wir mal bei diesen Karten. Im Namen Gottes. Ja, du hast kostbare Zeit für den falschen Menschen verschwendet, ne? Das war eine narzisstische Verbindung, ne? Die wo dich auch wahrscheinlich krank gemacht hat, ne? Ja, jemand mit einem sehr verdorbenen Charakter, der wo auch ein Doppelleben geführt hat, ne? Also nach außen nicht so gezeigt hat, wie er innen war, ne? Der hat dir gegenüber faule Tricks angewendet, hat dich eventuell in die Schuldenfalle gebracht, jo, kann auch ein Heiratsschwindler sein, ne? Ja, aber da kommen jetzt erlösende Nachrichten, ne? Vielleicht kriegst du auch einen Liebesbrief, ne? Oder ein Angebot flattert dir ins Haus. Eine Botschaft aus der geistigen Welt. Da wirst du Zeichen erhalten, ne? Die schicken dir Zeichen, weil die wollen ja haben, dass du glücklich bist. Und wollen dir halt eben helfen, ne? Dass du in die Heilung gehen kannst, ne? Vielleicht gehst du auch zum Arzt und denkst, um Gottes Willen, was hab ich? Und da kriegst du eine erleichternde Diagnose, ne? Ja, du machst dir auch Gedanken, ne? So, bist neugierig. Du bist mit etwas auf der richtigen Spur, hast auch die richtige Intuition und wirst etwas gänzlich Neues für dich entdecken. Und das Ganze jetzt, ne? Ja, findest einen Lösungsansatz für deine Probleme, ja, bringst Ordnung ins Chaos, ne? Ja, das kann sein, dass du dann manchmal nicht so kontrollierbare Gefühle hast, ne? Du löst aber die Fesseln deiner Gedanken oder bändigst jemanden, ne? Ja. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja. Ja, du gehst jetzt in dein Wohlbefinden, in deine Schönheit, kümmerst dich um deinen eigenen Körper, ne, der wohl gelitten hat durch diese schlechte Verbindung, ne? Gönnst dir was, ne? Ja. Ja, du hast es halt, ja, das sind diese narzisstischen Charaktere, ja, mit einem Exzentriker zu tun. Jemand, der wo eine Maske auf hat, ne? Eine Kunstfigur darstellt und bewusst auch von den sozialen Normen abweicht, weil denen ist ja alles egal, ne? Ja, der lehnt so alles ab, ne? Ist sarkastisch und ironisch, er unter sie, ne? So, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, du erfreust dich aber größter Beliebtheit, ne? Beliebtheit, Entschuldigung. Kann sein, dass du mehrere Verehrer hast, ne? Mehrere Begegnungen. Die Qual der Wahl, da weißt du nicht so, ne? Also achte auf ein gutes Herz, ne? Ja. Ja. Dann hast du die Entscheidung zwischen Liebe oder Karriere. Du kannst auch beides haben, ne? Also du wirst im Sturm erobert werden. Die Liebe auf den ersten Blick kommt auf dich zu, ne? Da ist auch eine sehr hohe Attraktivität und Anziehungskraft, ne? Dann habe ich hier den Raben. Hier kann es sein, dass ein Verstorbener zu dir Kontakt aufnimmt. Das haben wir ja hier auch, ne? Ja? Der möchte dich warnen, dass du nicht die falsche Entscheidung triffst für dich. Eventuell bei dieser narzisstischen Verbindung bleibst, statt bei dieser neuen Begegnung, ne? Ja. Ja. Da sind Nachrichten unterwegs. Ja. Aber Respektlosigkeit hat jetzt auch seine Konsequenzen, ne? Ja, traurige Nachrichten können auch kommen, aber das mag ich jetzt nicht so beschreiben. Ja.
Ja, du hast es hier mit einem stählernen Ritter zu tun, ne? Diese narzisstische Verbindung, die sind ja so unnahbar, ne? Jemand, die wo ein bestimmtes Schema haben, ne? Ja, es kann aber auch sein, dass du jemanden kennenlernst, ne? Ritter, die haben, das sind ja so Menschen von Ehre, ne? Ja. Der ein oder andere, oh, furchtbar mit dem Husten, zieht in eine Großstadt. Ja, dein Leben könnte aber auch in Aufruhr geraten. Durch neue spannende Erlebnisse und Begegnungen. Begegnungen habe ich jetzt schon wieder. Jetzt ist Schluss mit Langeweile und Ödnis. Ein neues Leben beginnt. Ne? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Oh, sind bis jetzt ganz gut. Ja, du setzt für die Liebe alles auf eine Karte. Du schenkst deine Liebe jetzt einer anderen, einer neuen Person. Aber pass auf, dass du die große Liebe auch erkennst, ne? Und nicht den Fehler machst, ne? Die da wegzuschicken. Also wenn die große Liebe vor der Tür steht, nicht die Tür vor der Nase zu knallen, ne? Weil der vielleicht nicht sogleich deinen Ansprüchen da äußerlich da, ne? Entspricht, ja? Sonst ist sie weg, ja? So, du kriegst aber jetzt auch Hilfe in letzter Minute, ne? Von der geistigen Welt, von anderen Menschen, ne? Güte kommt auf dich zu, Spenden vielleicht, ne? Ja, Glaube, dein Glaube an Gott hilft dir jetzt, ne? Da kann es zu Wundern kommen, ne? So, hier haben wir wieder Rapunzel im Turm, ne? Also, es geht darum, wenn dir jemand begegnet, guck auf die echten Gefühle, die Seele eines Menschen und nicht nur auf das Aussehen, ne? Ja? Und sei auch nicht mit deinem Erscheinungsbild unzufrieden und versteck dich da, ne? Weil der Glückstag naht nämlich jetzt. Du gehst in die große Freude, ne? Es kommt ein Umschwung, eine äußerst erfreuliche Nachricht kommt auf dich zu, wo Glücksgefühle in dir auslöst, ne? Ja? Wo du richtig dich freust, ne? Also du gehst in deine Wunscherfüllung. So. Hol ich mal jetzt die Camelon-Karten. Kriegt durch die Nase auch keine Luft. Wenn man da quatschen will. Im Namen Gottes. Was ist denn doch wichtig, liebe geistige Welt? Für das Seelenkollektiv. Also bis jetzt sind die Karten sehr schön. Nemeton. Da ist dein Baum drauf. Dein Herz ist ein heiliger Ort. Dort ist die Kammer der Wahrheit. Du sollst dich dort hineinbegeben und die Botschaften der geistigen Welt empfangen. Ne? Und es geht auch darum, dass jemand dein Herz schwer verletzt hat und dass das heilen soll, dieser verdorbene Charakter. Ne? Ja. Ja, diese Feinde, unterliegen sie bei den versteckten Einflüssen. Ne? Das waren deine wichtigsten Lehrer. Ne? Die haben dir nämlich gezeigt, was richtig und was falsch ist und was du auf keinen Fall gebrauchen kannst. Ne? Ja, und wenn diese neue Begegnungen kommen und du gehst in dieses neue Leben, ne? Lass das Vergangene ruhen, damit es heilen kann, ne? Ja, und erkenne den Segen und das Geschenk des Reifens, das darin liegt, ne? Geht es denn weiter? Rituale. Du sollst vielleicht irgendwelche Rituale machen, ne? Vielleicht zum Beispiel mit der Strichmännchen-Technik, könnt ihr ja mal gucken. Erkenne den Segen und die Macht des gesprochenen Wortes. Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ne? Übe dich im Sprechen von Gebeten und befreie dich selbst. Ja? Die Kreine. Sind auch schön gemalt, diese Karte. Guck mal. Wandle mit deiner Liebe Dunkelheit in Licht. Ne? Also das bedeutet, du bist im Moment in einer Umgebung, wo viel Dunkelheit ist. Ne? Ja, haben wir ja so im Insgesamten, ne? Ja. Zeig deine Liebe der Welt, ne? In der Stille deines Herzens findest du einen ungeahnten Schatz. Nur Mut, hebe ihn hervor, ne? Ja, dann mach das mal. Wie geht das denn weiter? Weil König Arthur, der hat ja für die Liebe gekämpft und für das Gute, ne? Die Legende von König Arthur, von Camelot, dem Schwert Excalibur und von Merlin. Ne? Ja. Ah, der weiße Hirsch. Wandle Schatten in Licht. Du bringst das höchste Christuslicht in die Welt. Das bedeutet, dass du ein Lichtarbeiter bist. Ne?
Ja, und da kriegst du jetzt auch geholfen von der geistigen Welt, dass du dieses Spirituelle, was du in dir hast, auch leben kannst, ne? Hier, Arthur, es hilft dir. Finde deine Erfüllung im Dienen und erkenne, wie wahrhaft königlich dies ist. Das bedeutet aber nicht, dass du irgendwelchen narzisstischen Leuten da dienen sollst und Sklaven sollst für andere Leute da spielen, ne? Dienen von Gott, ne? Diene Gott, richte dein Leben spirituell aus, ne? Schenke Liebe, Mitgefühl, ne? Ja, sei ein Vorbild. Gehe eigenverantwortlich deinen Weg, ne? Verliere niemals das Ziel deiner Träume aus dem Blick. Und damit wirst du dann die Welt verändern. Und Excalibur holen wir jetzt auch noch. Guck mal. Ja? Die Wahrheit ist zuweilen scharf wie die Klinge. Ja? Besonders wenn man es mit schlechten Menschen zu tun hat. Ne? Aber die Wahrheit ist das Einzige, mit dem, wo wir arbeiten können. Ne? Ja? Sie ist zuweilen scharf wie die Klinge eines Schwertes. Aber sie ist unumgänglich. Du musst sie erkennen. Ne? Auf dem Weg der Freiheit. Finde deine eigene Wahrheit. Ne? Ja, durch dich kommt nämlich Frieden auf diese Welt. So, und das sollst du natürlich in dir beginnen, ne? Ja. Diese Karte finde ich auch noch wichtig. Du bist geführt, noch bevor du den ersten Atemzug genommen hast von der geistigen Welt und von Gott. Der Plan deiner Seele führt dich zur Vollkommnung. Freue dich, egal was da kommt, ne? Sollst du Mut haben. Dein Herz hat mehr Kraft, als du glaubst, ne? Ja. Du bist der Segen, den diese Welt braucht. Ja? Hier sind die ganzen Symbole drauf. So, das war's dann mal von den Karten. Hole ich heute mal noch mal die Tagesimpulse. Buch von Mama. Ja? Ja. Ich bin mal gespannt, ob euch das gefällt, was ich mir da ausgedacht habe. Ja. Ja, Stress, den hast du. Lamastimeng. Der ist subjektiv. Er wird nicht durch eine bestimmte Situation im Leben verursacht, doch schon, ne, den Satz finde ich nicht ganz richtig, sondern durch deine Einstellung zu dieser Situation, weil wenn dir ja alles egal ist, dann bist du ja kalt, ne? Ja. Und gibt es vielleicht jemanden in deinem Leben, den du in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt hast, ne? Dann nimm mal wieder Kontakt auf, auch wenn es nur ein Telefonanruf ist. Gestern in den Karten hatten wir wieder Auftauchen von Verlorenem oder Vergessenem. Ne? Und lass dich auch nicht von der schlechten Laune anderer aus dem Konzept bringen. Ne? Unsere negativen, toxischen Gesellen, die sind ja ewig mies drauf. Ne? Andere haben ein Recht auf ihre Gefühle. Ja, sollen sie haben, solange sie sie nicht an dir auslassen. Ne? Das heißt aber noch lange nicht, dass du dich den Gefühlen dann anderer musst anpassen. Ne? Ja. Gute Laune ist wichtig, wenn du erfolgreich durchs Leben gehen willst. Ne? Gute Laune entspannt und macht die Arbeit leichter. Und die wird jetzt durch diese schönen Sachen da kommen. Ne? Ja, beschließ heute mal, dass du guter Laune sein wirst, egal was passiert. Ne? So. Und dann kannst du mal überlegen, hier haben wir wieder den Körper, ob du den auf positive Weise unterstützen kannst. Iss heute mal weniger Fett und nimm weniger Koffein zu dir. Oh, ich trinke gerne Kaffee und gerne überall Fett drauf. Ne? Ja. Ach, man hat ja sonst nichts im Leben. Ne? Ein positiver Impuls für den Abend. Ich entlasse all meine Tagesgedanken. Sie schweben davon wie kleine weiße Wolken am Sommerhimmel. Ne? Und einen Satz will ich euch nochmal mitgeben. Denkt immer dran. Egal. Mit was ihr es zu tun habt, glaubt an euch selbst. Ne? Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. Ich denke, dass jetzt die Seelenpartner und die Seelenfamilie auf dich zukommen. Ne? Schütze dein Herz soll auch heilen, du hast ein gutes Herz, achte auf dein Herz. Ne? So, du gehst ins Erblühen wie diese Rose. Ne? Ja? So, und geh mal in den Rückzug. Besonders von diesen toxischen Leuten, ne? Ja, da kommen vielleicht im Rückzug diese schlauen Ideen, ne? Ja, da sollst du auch deinen Fokus drauf nehmen. Du wirst großen Erfolg haben, alles wird gut. So, ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar
oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video von mir verpasst, ne? Das Ganze ein bisschen teilt, ne? Damit der YouTube-Algorithmus ein bisschen da läuft, ne? Dass das Ganze ein bisschen mehr verteilt wird. Jo, das wird mich freuen, ne? Ansonsten freue ich mich immer unheimlich über eure liebevollen Kommentare, die lese ich auch immer, ne? Ja, und ich freue mich natürlich, wenn sich jemand mit dieser Lego identifizieren kann, ne? Ja, also es sieht alles danach aus, ne? Dass wir in eine positive Veränderung gehen, ne? Weg von diesen verdorbenen Charakteren, ne? Ja, die Wahrheit kommt ans Licht, egal wo, ne? So, das wär's dann mal von mir. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder so lange gequatscht, ne? Ja, ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.